Das Heilbronner Literaturhaus nutzt die Bühne im Deutschhof für eine Lesereihe, die gemeinsam mit der katholischen Erwachsenenbildung durchgeführt wird. Titel: Über Gott und die Welt reden. Und die auch den Schriftsteller Arnold Stadler wieder an den Neckar führte, der mit dem bedeutendsten deutschen Literaturpreis, dem Georg-Büchner-Preis, ausgezeichnet ist. Ja, Arnold Stadler, nicht nur ein lieber Gast des Literaturhauses, sondern auch ein langjähriger, ganz persönlicher Freund von mir und hochgeschätzter Autor. Ja, mit einem besonderen Roman, Am siebten Tag flog ich zurück, in diesem Frühjahr erschienen bei S. Fischer. Ein Roman, der aus einer Auftragsarbeit für ein Wochenmagazin hervorgegangen ist. Stadler war schon zur Eröffnung des Literaturhauses im vergangenen Jahr nach Heilbronn gekommen. Auch die Kunst hatte ja unter Corona zu leiden, viele Veranstaltungen und eben auch Lesungen entfielen. Also das war Schönes. Das gehört einfach dazu. Aber Lesen ist halt, das ist so, Lesen ist eigentlich eine Privatsache. Wie Schreiben auch. Das macht man so im Stillen. Und das, eine Lesung hat immer was von Theater. Aber das ist ja auch gut. Nicht öffentlich. Und Publikum, mehr oder weniger großes Publikum. Aber ich bin gern hergefahren. Ich bin ja ein Zugfahrer gewesen die letzten Jahrzehnte immer, und rumfliegen tue ich auch oder flog ich auch. Aber heute war meine erste Zugfahrt nach anderthalb Jahren. Ich habe auch ein Auto und bin jetzt sonst mit dem Auto rumgefahren. Aber mit dem Zug ist es bequemer. Ein großer Autor in Heilbronn zu Gast, und im Gepäck hatte er seinen im März erschienenen neuen Roman Am siebten Tag flog ich zurück, ein Reisebericht an den Kilimandscharo. Das ist vor allem eine Reise nach innen. Es geht gar nicht so um die äußeren Erscheinungen, sondern es geht um das Innenleben des Protagonisten, der doch sehr viel mit dem Autor in diesem Fall auch zu tun hat. Und Arnold Stadler ist ein Meister des Um- und Weiterschreibens. Also es kommen auch sehr viele Sätze in diesem Roman von früheren Romanen vor und so weiter. Also ich bin schon gespannt. Ich gehe davon aus, dass auch der Folgeroman wiederum auf ihn zurückgeht. Es ist tatsächlich ein Satzkosmos bei ihm, der sehr musikalisch ist und in dem er eigentlich gern versinken möchte. Schon an diesem Donnerstag geht es mit den Lesungen weiter. Das Literaturhaus begrüßt im Deutschhof im Rahmen der Reihe Heilbronn ist Kult den nächsten Autor. Michael Lichtwark-Aschoff, ein Mediziner und Schriftsteller, der einen wunderbaren Roman, vielleicht auch literarisches Sachbuch, wie auch immer das bezeichnet wird, über Robert Koch geschrieben hat, Robert Kochs Affe, entführt uns in eine mir bis dato unbekannte Welt Robert Kochs, dem berühmten Seuchenarzt, den wir jetzt alle dieser Tage zumindest dem Namen nach kennenlernen mussten und wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter kennenlernen müssen. Ob Sinfonieorchester, Kindertheater, Livemusik oder eben weitere Lesungen. Die Veranstaltungsreihe Heilbronn ist Kult bietet bis September noch ein abwechslungsreiches Programm. Die Terminübersicht ist auf der Homepage der Stadt Heilbronn zu finden.